Dein SP, deine spezielle Person, ist der Spiegel, den dir deine Seele hinhält, den dir dein eigener Divine Design, göttlich Design, das Seelenblueprint hinhält. Ja, was heißt das? All diese Sachen, die dich von außen triggern, die dich beängstigen, die dir immer wieder sagen, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas ist nicht so, wie ich es haben will, irgendetwas richtet sich gegen mich, irgendetwas unterstützt mich nicht, irgendetwas möchte mich klein halten, irgendetwas möchte mir sagen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich mich heilen muss, dass ich mich verändern muss. All diese Situationen, in denen du das glaubst, in denen du das fühlst, in denen du dich entmächtigt fühlst, in denen du dich ausgeliefert fühlst, das sind diese Situationen, in denen du eine neue Perspektive aufsetzen musst. Du bist aufgerufen, die Wahrheit zu sehen. Und herzlich willkommen bei meinem Kanal hier in Divine Design Manifestation. Sprechen wir darüber, wie wir aus unserem göttlichen Design heraus, aus unserer ganzen wahrhaftigen Macht und Kraft, ein Leben in Liebe und Erfüllung für uns manifestieren können. Ein Leben, ein Universum in Fülle und Erfüllung für uns manifestieren können. Und ich spreche so gerne über diese Seelenspiegel, in unserem Leben, diese Menschen, die uns so triggern, diese Menschen, die wir eigentlich lieben, die wir vielleicht sogar als Dualseelen bezeichnen würden, weil wir wollen unbedingt eine liebende, harmonische, glückliche Beziehung mit dieser speziellen Person, und scheinbar ist diese spezielle Person nicht offen dafür. Scheinbar ist diese spezielle Person da, und wir wissen, diese spezielle Person, die liebt uns auch, aber sie steht uns nicht zur Verfügung. Das heißt, du fühlst dich blockiert, du fühlst dich abgelehnt, du fühlst dich nicht gesehen, du fühlst dich nicht gut, du fühlst dich nicht richtig, du fühlst dich unsicher, du fühlst dich beängstigt. Und genau darin liegt diese wunderbare Wahrheit und Klarheit, weil deine spezielle Person von außen, die spiegelt dir einfach brutalst, als wäre du dich selber gerade wahrnimmst, identifizierst und siehst. Und dieses Human Design, wie ich es nenne, dieses beschränkte Design, dieses Design von uns, wo wir glauben, wir sind designed in diesem Körper, in dieser Form, in dieser ausgelieferten Version, in dieser leidenden Opferposition, die wird nicht akzeptiert von unserem SP. Unsere spezielle Person ist nicht bereit, dieses Spiel mitzuspielen, weil wir nicht bereit sind, weil wir aus unserer höchsten Identität heraus immer wieder dazu aufgerufen werden, diese Identität einzunehmen und zu verkörpern. Und der SP-Spiegel, der Seelenspiegel, dient dazu, dir zu spiegeln, wo du dich klein machst, wo du deine Macht verloren hast, wo du sie abgegeben hast, wo du als beschränkter, bedingter, unterdrückter, nicht gewollter Mensch hier dich selber empfindest. Und dein SP ist nicht bereit, dir das zu spiegeln, weil die Seele, dein Seelenspiegel, der möchte dir zeigen, wie großartig du bist, wie geliebt du bist, wie gewollt du bist, wie unterstützt du bist, wie göttlich du bist, dass du eine Göttin bist, dass du hier bist, um dich vollkommen zu sein. Und wenn dein SP dir zeigt, du bist nicht gewollt, du bist nicht gehört, du bist nicht unterstützt, dann ist es, weil diese Überzeugungen, diese Ansicht, diese Identität noch in dir dominant herrscht, weil du dich selber noch nicht wahrnimmst als dieses großartige göttliche Wesen, perfekt und fehlerfrei. Und dein SP ist nur dazu da, um dich immer wieder daran zu erinnern und sagen, nein, wenn du so bist,
wenn du so klein bist, wenn du so machtlos bist, wenn du dich so beschränkst, wenn du dich so runtermachst, wenn du so viel Angst hast, alles von dir zu sein und alles von dir zu zeigen, weil du Befürchtungen hast, dass es negative Konsequenzen hat, du selbst zu sein, wird es dir dein SP zeigen. Das ist die Liebe, die dahinter steckt, ja? Diese Liebe deiner Seele, deines Seelenspiegels, der ist da und er reflektiert dich unweigerlich. Jeden Moment reflektiert er, was du über dich glaubst. Und das ist diese eine Perspektive, aber er reflektiert dir auch, er zeigt dir auch, was du im Umkehrschluss über ihn glaubst. Du glaubst nicht, dass er deine Seele ist, weil du deine eigene Seele, weil du Seele noch nicht kennst, weil du Divine Design, dein Soul Blueprint noch nicht kennst, weil du es noch nicht verkörperst, kannst du es auch nicht in deinem Gegenüber sehen, das heißt hervorbringen. Du kannst nicht mit anderen Menschen von Seele zu Seele kommunizieren. Du kannst von deinem SP nicht annehmen, dass er die Liebe per se ist, die dir zeigen will, dass du auch Liebe bist, dass du göttliche Perfektion bist, dass du alles bist, dass du Herrlichkeit bist. Und erst wenn du die Herrlichkeit, diese Göttlichkeit, diese Perfektion in dir selber erkennst, wirst du erkennen können, wie sie dir reflektiert wird. Wirst du dir vorstellen können, dass diese Liebe, die du in dir trägst, die du verkörperst, diese Perfektion, diese Fülle, diese Erfüllung, wirst du ein Bild haben, wirst du plötzlich erkennen können, wie hinter dieser Fassade eines Menschen, der dich scheinbar nicht so haben will, wie du wirklich bist, kannst du diese Seelenliebe erkennen, wo die Seele sagt, solange du nicht so bist, wie du wirklich bist, solange du nicht alles von dir bist, solange du dich abhalten lässt durch Ängste, beschränkte Gedanken, unterdrückte Gedanken, vor allem diese unglaubliche Angst, nicht gut genug zu sein und falsch zu sein und irgendetwas falsch zu machen, falsch zu tun, dich irgendwie falsch zu verhalten, solange du das in dir selber nicht auflöst, weil es eine unglaubliche Lüge ist, wird es dir von außen immer wieder gespiegelt. Und der einzige Weg, die einzige Lösung ist, zu erkennen, dass du perfekte Liebe bist, dass du liebende Intelligenz bist, wie Dr. Joe Dispenza sagt, dass du das verkörperst, dass du Göttlichkeit, Divine Design, Soul Blueprint, dass du Seele bist, dass du als dieser Blueprint, der in dir angelegt ist, dass du aufgerufen bist, diesen Blueprint in dir zu aktivieren und dir diese Divine Design Identity zu erlauben und als dieser Mensch mit dieser göttlichen, perfekten Energie, Ansicht, Lebensweise, Lifestyle, Erfüllung, die Entscheidungen in deinem Leben triffst, deinen Lebensstil triffst. Und darum geht es, dazu ist dieser SP, dieser Seelenspiegel da, um dich auf diesen Weg zu dir selber in deine Wahrhaftigkeit zu führen, aus Liebe. Und dann kannst du erkennen, dass alles hier hinter diesen hässlichen Dingen, hinter diesen hässlichen Worten, die du empfunden hast, hinter diesem Zurücksetzen, dich nicht als Number One zu nehmen, dass da die pure Liebe deines göttlichen Seins, deiner eigenen Seele dahinter steckt, die dich immer wieder aufruft und sagt, schau in den Spiegel und sehe die Lüge, die du glaubst über dich. Schau in den Spiegel und sehe, wie schlecht du über dich denkst, wie klein du dich machst, wie du dich entmächtigst. Das ist der einzige Aufruf, den deine Spiegelseele sozusagen immer wieder sagt. Und sagt, wenn du mich so siehst, siehst du dich so selber. Warum siehst du dich so selber? Du bist nicht so. Erinnere dich daran, wie du wirklich bist. Erlaube dir, alles von dir zu sein. Erlaube dir, perfekt und gut zu sein. Erlaube dir,
nicht aus Angst heraus Entscheidungen zu treffen, einen Lebensstil zu wählen. Erlaube dir, in deine Macht zu kommen und erlaube dir, so zu sein, so zu leben, wie du wirklich möchtest. Und deswegen ist dein SP da. Deswegen quält er dich, in Anführungsstrichen. Er quält dich so lange, bis du bereit bist, dich selbst zu erkennen. Und dann dreht sich das Blatt. Es muss sich drehen. Es ist Gesetz. In dem Moment, wo du deine Seele, dein Divine Design Soul Blueprint verkörperst, in deine Divine Design Identity einsteigst, siehst du dieses göttliche Design in allen anderen Menschen, auch in deinem SP. Und es wird dir von deinem SP, deiner speziellen Person, zurückgespiegelt, genauso wie von allen anderen Menschen, vom Leben per se. Das Leben reagiert auf dich, das spiegelt dich. Das Leben ist du. Du bist das Leben. Und wenn du die beste Version, die höchste Version von dir selber bist, diese göttliche Divine Design Version von dir selber bist, ohne Einschränkung, dann wird dieses Leben zeigen, wer du wirklich bist. Dann wird dieses Leben paradiesisch werden. Aber diesen Shift in dir, der muss komplett vollzogen werden. Komplett. Du kannst nicht irgendeinen Bereich offen lassen. Du kannst nicht Zweifel offen lassen. Du kannst nicht irgendwelche Ansichten noch in dir hegen, dass irgendjemand oder irgendetwas gegen dich ist. Diese ganzen Geschichten, die dich entmächtigen, die musst du fallen lassen. Ja, das ist dieses Prinzip. Das musst du glauben und dann musst du danach leben. Und danach leben heißt, danach denken, danach fühlen, danach entscheiden, danach sehen und dann siehst du dich. Dann siehst du, wie das Leben dich spiegelt. Dann siehst du, wie das Leben um dich herum aufgeht. Diese ganze Unterstützung, Liebe und Anerkennung, die aus allen Lebensbereichen, finanziell, Liebe, Freiheit, Beziehung, zurückgespiegelt werden. Und das ist diese unglaubliche Freiheit, die du suchst. Sie ist in dir angelegt und du darfst hier in dich gehen. Du darfst erkennen, wer du bist. Es ist nicht in deinem Körper, sondern es ist in deinem Bewusstsein, dass du an deinem Körper spürst und in deinem Leben siehst. Das ist diese Reise. Und im Divine Design Soul Blueprint Master Programm gehen wir in 3 Monaten genau diese Reise in dein Blueprint und holen es raus in dein Leben, in deinen Körper, in deine Ansichten und in deine Meinungen. Und das ist so ein tiefgehender, wunderschöner Prozess. Das ist ein Liebesprozess, das ist eine Liebesbeziehung zu dir selber, zu deinem Leben, zu deinem Sein und zu allem, was nachher in deinem Leben seinen Platz hat. Und dieses Gefühl der Erfüllung, dieses Gefühl der bedingungslosen Erfüllung, dieses Gefühl dieser bedingungslosen Fülle, aus diesem Seinszustand heraus wird dir alles begegnen. Und ich freue mich riesig, wenn du dich noch entscheidest. Wir haben die Türen noch offen bis Ende Mai, in unser Divine Design Soul Blueprint Programm einzusteigen. Hier tief, tief abzusinken. Nicht in deinen Körper allein, sondern tief in deine Kraft, in deine Macht und in dein Bewusstsein und zu sehen, wie aus dieser Tiefe heraus sich das Leben im Außen in der absoluten Blüte, Schönheit für dich zeigt und reflektiert. Und hier wirst du erkennen, dass das Leben bedingungslos ist, dass für dich bedingungslos alles zur Verfügung steht, dass du bedingungslos Reichtum, eine reichhaltige Liebe, ein reichhaltiges Leben einfach für dich manifestieren kannst. Aber der Weg geht über dich. Und dieses alles von dir zu sein und zu zeigen,
ist der Schlüssel. Komm rein, tauche ab in diese Welt, die auf dich wartet, die von dir gefühlt werden will, die von dir gesehen werden will, die von dir wahrgenommen werden will. Tauche ein in dein wahrhaftiges Divine Design Sein und erlaube dir daraus, deine menschliche Identität hier auf Erden neu zu erschaffen, neu zu sein, wahrhaftig zu sein, die zu sein, als die du schon immer gedacht warst. Ja, nach diesem Programm wirst du neu sein. Nach diesen 3 Monaten wirst du dich so sehr lieben, wirst du dein Leben so sehr lieben, wirst du so sehr von deinem Leben geliebt werden, wie du dir das überhaupt nicht vorstellen kannst in deinem Seinszustand, den du jetzt noch hast, der Schmerz, der Angst erzeugt, der Stress erzeugt. Komm raus mit uns, du wirst ein Wunder erleben, du wirst Magie erleben und du wirst dich nicht halten können, diese Wunder und Magie mit der Welt zu teilen. Und deswegen habe ich eben auch die Möglichkeit danach für dich in weiteren 3 Monaten Divine Design Soul Blueprint Master Coach und Mentor zu werden, wo du alle Ressourcen von mir bekommst, das in die Welt hinauszutragen, weil du weißt, dass es die einzige Wahrheit ist, die die Menschheit erfahren muss, soll, umsetzen darf, ohne irgendeine Bedingung, irgendein Shishi, und dass du dich nicht mehr halten kannst, Teil dieser Divine Design World zu sein, die wir hier erschaffen, dass du ein Teil davon sein möchtest und erkennst vor allem, dass du es schon immer sein wolltest. Und wir werden alles ablegen, abstrippen, was dich davon abhält, deinen Traum zu leben, deine Divine Design World in die Welt hinauszutragen und davon genährt zu werden mit Liebe, mit Anerkennung, mit Unterstützung. Das ist das Allerschönste, was ich dir mitgeben kann auf dieser Reise. Du wirst zu dir finden, zu dir, zu deinem Soul Blueprint, zu deiner wahrhaftigen Identity, und es wird sich einfach nur so erfüllt anfühlen, jeden Tag vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen. Und vor allem, wenn es nicht so ist, wirst du automatisch wieder zurück zu dir kalibrieren. Und es werden Minuten sein, es werden vielleicht manchmal Stunden sein, aber es werden nie wieder Tage oder Wochen sein, wo du dich elend fühlst. Und das ist es doch wert. Und das weiterzugeben an deine Liebsten, an deine Kunden, an die Leute, mit denen du im Austausch stehst, die dir am Herzen liegen, für deine Herzenssache, für dein Herzensbusiness, für deine Herzensmenschen, für deine Herzenskinder. Dieser Raum zu sein, in dem alles alchemisiert wird, in Liebe transformiert wird. Du weißt es, wenn du mir jetzt hier zuhörst, dass es für dich ist. Melde dich, wir können ein kurzes Gespräch haben, du kannst einsteigen, du bist sofort da mit uns in diesem Raum, wo diese Alchemie stattfindet, weil du ja schon so empfangsbereit bist und du musst einfach nur erlauben, diesen Empfang umzusetzen für dich. Und dazu sind wir hier, Divine Design World, mit dem Divine Design Soul Blueprint Programm als Einstieg, als Foundation, als transformierender, alchemisierender Raum für dich, zu dir selber zurück. Ich freue mich, von dir zu hören, und teile dieses Video unbedingt. Teile meinen Kanal, kommentiere, stelle mir deine Fragen und tritt ein. Tritt ein in die Welt, die für dich gedacht ist, in die Welt der Wunder. Ich freue mich.